Es ist soweit. Es ist der schönste Tag im Jahr, neben meinem Geburtstag. Es ist heute der 24.12.2017. Der Adventskalender geht heute zu Ende. Da bin ich auch irgendwie voll traurig drüber, weil das ist irgendwie eine tolle Aktion gewesen mit der Laura. Vielen, vielen Dank, Laura, dir für alles, für jedes Geschenk. Wie gesagt, Papa hat gebadet, also Papa hat das Duschbadezeug geholt. Ich habe einige Sachen schon ausprobiert. Die koreanische Maske war übrigens richtig gut. Ich muss allerdings dich mal anschreiben, woher du die hattest, weil ich weiß das gar nicht. Keine Ahnung, wo die her ist. Handcreme ist auch schon halb durch. Also ich habe echt einige Tage damit meine Hände eincremen können. Und heute packe ich mit euch das 24. Päckchen aus. Und zwar, diese Adventszeit ist für mich sehr besonders, muss ich sagen. Es ist auch sehr stressig, weshalb ich natürlich die Videos vordrehen musste. War einfach, weil ich total krank war. Also es war echt total anstrengend. Und, oh, du bist gemein! Und zwar, sie hat mir zum 24. heute zu Weihnachten einen L'Oréal Paradise Revita Lift Magic Blur optischer Sofortretuschierer Anti-Falten-Tagespflege. Girl, willst du mir was sagen? Also, ich muss sagen, Anti-Aging kann man nie früh genug anfangen. Also Lachfalten, unter den Augen die Falten. Da hat Laura vollkommen recht, dass man da frühzeitig mit anfangen soll. Ich kenne diese Salbe gar nicht. Also, ich habe von L'Oréal allerdings ganz arg wenig, weil ihr wisst ja, cruelty-free und so. Aber wenn Leute mir was schenken, die eine unnormal schöne Packung haben, probiere ich das sehr gerne. Zum Beispiel, ich habe auch meine Lieblingsfoundation, ist jetzt zum Beispiel auch eine von Maybelline und die Estée Lauder Double Wear Foundation. Ich versuche halt, also ich muss trotzdem sagen, 90% meiner Sachen, die ich hier in meinem Zimmer habe, sind wirklich cruelty-free. Und es zählt daran, dass ihr einfach auf euren Konsum sehr achtet. Ich finde auch diese Anti-Hauls im YouTube mega geil, weil die einfach euch nochmal ein bisschen daran erinnern, dass dieser krasse Konsum von Make-up und so teilweise echt unfassbare Dimensionen annimmt. Und ich muss sagen, wenn ihr ein bisschen drauf achtet, was ihr kauft, da braucht ihr auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn es auch mal nicht cruelty-free ist. Das ist ja eine interessante Konsistenz. Also auf jeden Fall muss ich sagen, die riecht unnormal gut. Laura, weißt du, wie die sich anfühlt? Wie Zuckerguss. Also ich muss sagen, die fühlt sich unheimlich reichhaltig an, aber richtig geil riecht die. Laura, die riecht, die hat echt eine Konsistenz wie Zuckerguss. Also, ich weiß nicht, kann ich das zeigen? Guckt mal. Das ist so eine Paste, aber so zuckergussartig. Meine Süße, auch nochmal persönlich an dich. Ich finde es toll, wie du deinen Kanal aufgebaut hast. Ich finde es auch cool, ey, du hast schon fast 600 oder sogar in dem Moment über 600 Abonnenten. Das machst du echt gut, also du machst es sehr schnell. Also du baust deinen Kanal echt, echt mit viel Liebe auf. Und hast natürlich auch investiert, wie ich gesehen habe, hast du ja auch eine ganz, ganz tolle Kamera. Da bin ich noch am Liebäugeln, aber bis jetzt komme ich mit meinem Handy total gut zurecht, Leute. Oder was sagt ihr? Also Handy reicht doch eigentlich erstmal komplett aus. Ich werde mir, wie gesagt, nochmal eine tolle Kamera kaufen, aber erst, wenn ich 1000 Abonnenten oder mehr habe, weil einfach umso mehr Leute ich damit erreiche, natürlich ich euch bessere Qualität bieten möchte. Zumal diese auch, finde ich, schon sehr gut ist. Aber einfach auch gerade zum Anzoomen meiner Make-up-Tutorials, dass ich zum Beispiel euch mal mein Auge zeige, zum Beispiel, was ich heute schon wieder für einen Pitch da drin habe. Und übrigens, sie ist übelst weich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die voll geil als Primer geht. Ich glaube, ich mache die mal als Primer. Probiere ich mal, ob das unten drunter auch was ist. Ansonsten muss ich sagen, die Reise war unfassbar schön. Ich werde euch jetzt die nächsten Tage immer wieder mal alle 2 Tage, ich hoffe, dass ich es alles hingekriegt habe bis hierhin, werde ich euch auch Silvesterlooks hochladen. Ich bin auch bemüht gewesen, bis jetzt euch einige Holiday-Looks zu zeigen, wie ihr praktisch bei der Familie seid. Also auch das ist zum Beispiel ein toller Look, so ein schöner Kupferauge mit einem braunen Lippenstift. Hierzu benutze ich den Manhattan Stay Matte Liquid Lip Color. Das ist eines der schönsten Lippenstifte, die ich je in meinem Leben gehabt habe. Der fühlt sich nach gar nichts an. Ich werde auch die nächsten Tage ein Jahresfavoritenvideo mit der Alida vom Kanal Family for Life hochladen. Eventuell mit der Dana, da weiß ich allerdings noch nicht, ob sie bis zu diesem Zeitpunkt auch mitgemacht hat. Es ist einfach eine ganz tolle Aktion. Wir haben beide total viele Jahresfavoriten, haben gesagt, komm, wir machen das zusammen. Und ich danke euch vielen, vielen, vielen Dank bis hierher. Und ich werde heute definitiv noch ein extra Video hochladen, weil ihr natürlich wissen wollt, wer an meiner Verlosung gewonnen hat. Und ich wünsche euch eine gesegnete, wunderschöne Zeit mit eurer Familie.
Bleibt gesund, meine Lieben. Mehr möchte ich euch gar nicht wünschen, weil Glück werdet ihr in eurem Leben bei einem guten Zutun auch so bekommen. Gesundheit kann euch der liebe Gott nicht schenken. Ich bete zu Gott, dass ihr alle gesund bleibt und dass auch eure Liebsten euch ein Leben lang begleiten werdet und ihr dann irgendwann gemeinsam gehen könnt. Nicht, dass euch irgendwie einer entrissen wird oder so. Das ist das Allerschlimmste. Ich wünsche euren Kindern viel, viel Gesundheit, viel Liebe, einen klugen Kopf in der Schule, sehr viel Geduld und Durchsetzungsvermögen auch in der Schule, was heutzutage ja wohl sehr wichtig ist. Und ich wünsche euch auch einfach eine gesegnete, ruhige und schöne Fressenszeit heute. Heute ist nämlich Tag des Fressens. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Christmasabend und wir sehen uns später zum Verlosungsvideo wieder.